Zeche bekommt sofort die Aufgabe im Innenblock. Toll verlagert, aber Fillin! Zeitspielsange zeigt. Smith liegt toll raus für Hansen. Und wieder Fillin! Smith. Da kriegt er noch den Schubser von Fürnhaber. Fitt bleibt aus. Bissel hat die Möglichkeit. Clement Fillin hat noch keinen 7 Meter in dieser Saison gehalten. Und dabei bleibt es auch. Jepson aus der zweiten Reihe. Oh, Büdel. Zuletzt hießen die Gegner TuS Fürstenfeldbruck. Heute ist er wieder bei der ersten Mannschaft dabei und fühlt sich wunderbar ein, Antonio Wenzner. Der 27-Jährige. Nicht den Weg in den Spieltagskader geschafft. Hier fügt er sich direkt ein. Möller spielt klasse frei. Ganz feines Händchen von Emil Jakobsen, der keinen Abnehmer am Kreis findet. Wenzner wieder frei durch Möller. Mit der ersten Parade, die freistehend war. Flensburg rollt das Tempo stark auf. Müde, Entschuldigung. Setzt diesem Lauf ein Ende und jetzt ist es ein Stück weit Wild West auf beiden Seiten. Aber sie gehören halt auch dazu. Möller kann den 7 Meter parieren. Das macht er klasse. Findet die Lücke. Neuzugang aus Kolding. Und da brauchen sie natürlich auch mal einen Bertram Obling, wenn hier überhaupt noch irgendwas gehen soll. Steinhardt hat die Möglichkeit, hier ein Feuer zu entfachen in der Arena Nürnberger Versicherung. Technischen Fehler vorne einschleichen. Erlangen hat sich zurückgekämpft in dieses Spiel. Sven-Svensson Larsen lässt seine individuelle Qualität aufblitzen. Die 7 Meter bei Erlangen auf jeden Fall ein Thema. Und auch der geht nicht rein. In der Überzahlsituation. Obring wird so langsam warm. Nur ein bisschen zu spät. Und somit haben wir einen Endstand.